Einparkassistent Skoda Fabia haben wir endlich mit dabei. Dann testen wir mal, was der so kann und was der macht. Der ist ein, ich sag mal, teilautonomes Einparken. Das heißt, Gang, Bremse, Gas müssen wir selbst tun. Also nicht vollautonom. Dann blicken wir mal, wie sie das so gehört, wenn wir das in der Fahrschule gelernt haben. Fahren wir mal weiter. Okay, Parklücke erkannt. Machen wir Rückwärtsgang rein. So. Bin ich mal gespannt. Ach, der hat gleich das da hinten erkannt, okay. Oh, Jesus Gott. Hei, hei, hei. Okay. Aber so. Ah, das macht er auf einem. Einmal vor, weil es nicht ganz passt. Aha, okay. Ja. Wieder rückwärts. Jawohl, aha, sehr gut, ja. Aha. Aha. Oh ja, aha, jetzt stellt er einen Grad. Okay. Gut gemacht. War jetzt auch nicht so schwierig, aber er sagt uns an, was wir machen müssen. Und mit der Kupplung und so funktioniert das. Ja, wunderbar. Jetzt machen wir das noch längs und dann gucken wir mal, was das sonst noch so kann. Ah, das ist jetzt, er erkennt jetzt vom Platz her, ob rückwärts quer oder nicht. So, und wenn ich nochmal drauf drücke, kann ich auswählen, ob er quer einparken soll. Ja? Oder sogar vorwärts, wenn ich nochmal drauf drücke. Und das machen wir jetzt. Achtung, bin ich ja mal gespannt. Oh. Aha. Sehr gut, also das gefällt mir, dass er das auch vorwärts macht. Okay. Automatische Parksensoren nach vorne gehen auch automatisch an. Wow, cool. Immer Umfeld beobachten, nicht vergessen. Aha, jetzt geht er ein bisschen nach links noch. Jawohl. Sauber. Sehr gut. Gefällt mir. Hier ist auch rechts der grüne Strich, bis er weg ist. Perfekt. Cool. Sehr gut. Das hat mir gefallen. Ja, und nochmal drauf drücken geht er auch wieder aus. Ja, und dann machen wir mal rückwärts links einparken. Das machen wir ja nicht so oft. Wir machen Parkassistent an und dann geht er immer automatisch auf rechts. Jetzt kann ich aber auch links blinken. Dann sucht er nach links. Und er sucht auch automatisch schon während dem Fahren unter einer gewissen Geschwindigkeit, ob es was gibt. So, jetzt fahren wir mal. Upp, erkannt. Dann kann ich auch ruhig stehen bleiben. Hand. Wie möchte ich? Okay, jetzt probieren wir es mal vorwärts so rum rein. Vielleicht macht er das ja. Okay, das macht er jetzt. Okay. Okay, okay, ha, aber gut, oh, halt, das hat er gut erkannt, also, das muss man sagen, weiter zurück, aha, ah, okay, ah, der nimmt, oh, da sucht sich das raus, ha, hör mir auf, sehr cool. Ja, das finde ich richtig gut. Also da hat sich das jetzt alles sozusagen zurechtgelegt. Das war cool. Also hat auch funktioniert. Gecheckt. Gibt auch eine Rückfahrkamera. Kostet allerdings extra und dann auch nur in Verbindung mit LED. Licht dann hinten, kommen wir noch im Hauptcheck-Video dazu, was das alles so kostet und welche Ausstattungsvarianten da das die Möglichkeiten gibt. Ja, das war's. Jetzt können wir noch eins machen. Jetzt testen wir noch kurz den Einparkassistent vorwärts quer. Wir blinken immer schön, dass die Leute wissen, wir wollen einparken. So, jawohl. Und dann lassen wir ihn das mal machen. Jo. So, gucken, dass wir die Alus nicht verkratzen hier. Aha, oh ja, gut. Aha.
Das ist bloß Hecke hinten rechts, also nichts Tragisches. Aha, da sagt man, dass wieder ein Auto von hinten kommt. Perfekt. Gehen wir ein bisschen zurück, dann stehe ich mittig. Cool. Und automatisch nimmt er auch gleich mit den Auspackassistent, wie jetzt gerade eben mit dem Fahrzeug, was vorbeigefahren ist. Ja, sehr gut. Also, wir stehen knapp 10 cm vom Randstein weg. Passt. Auch gecheckt. Ding. Abhaken. Jetzt machen wir noch Rangierassistent. Da brauchen wir aber eine Hecke dazu. Ist besser. Testen wir mal den sogenannten Auspackassistenten. Und gucken, ob er funktioniert. Ich warte jetzt bis hier. Ah ja, jetzt kommt hier ein Auto. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich losfahre. Ah, perfekt. Also er hat es erkannt und symbolisiert auch mit Zeichen. Achtung, da kommt ein Fahrzeug. Wenn ich jetzt nicht reagiert hätte, hätte er automatisch abgebremst. Und man entschrickt dann vielleicht ein bisschen. Aber jetzt hier erkennt er wieder. Ah, ein Fahrrad. Oh, jetzt bloß orange, weil er noch ein bisschen weiter weg war. Rot ist dann schon ziemlich nahe. Jetzt gucken wir mal, kommt da nochmal was? Ah, das hat schon wirklich cool funktioniert. Also, wir stehen jetzt hier rechts und links zwischen zwei Autos, richtig schön verdeckt. Und genau. Ah, wieder gelb. So, jetzt kommt hier nochmal ein Auto. Jetzt nehmen wir den mal. Oh ja. Na cool. Ja, super. Und jetzt von links wieder. Ah, wieder ein Fahrrad. Ja, sehr geil. Also wirklich, kann man sich doch schon ein bisschen drauf verlassen, das funktioniert. Hier kommt jetzt nochmal ein Fahrrad, aber das war jetzt näher. Also rot, orange, ah ja. War ganz schön was los jetzt da hinten. Jetzt kam eine halbe Stunde lang nichts und jetzt kommt auf einmal so viel. Okay, gecheckt, funktioniert. Mhm. Radfahrer kommt, funktioniert. Testen wir mal den Rangierassistent als Schalter, immer so eine Geschichte. Probieren wir mal, was für Parameter er sich nimmt. Na, schau mal, ich habe keine Rückfahrkamera, deswegen muss ich mich darauf verlassen. Krass. Man hört aus ABS. Also es funktioniert. Ich finde es schon echt eine coole Sache. Vor allem, wie schnell vergisst man mal was da drunter liegt oder lass ein Kind nachher hinten vorbeilaufen. Das finde ich schon echt eine coole Geschichte. Dann steige ich mal kurz aus und schau mal, wie viel Abstand wir noch da nach hinten haben. Also ich bin da jetzt ja schon ein bisschen leicht schwungvoller nach hinten. Also wir haben da noch knapp 10 cm Platz. Vorher habe ich mal probiert, da war es ein bisschen langsamer und da hat man noch 15, 20 cm Platz. Natürlich diese Bremswirkung, Neigung nach hinten, das muss man natürlich noch auffangen. Aber auch gefunkt, oder auch gefunkt, hat funktioniert, Rangierassistent Skoda Fabia. Klick, jetzt sind wir durch, das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja, bis zum nächsten Assistenzsystemvideo. Schaut euch noch Ambiente-Video an, Beschleunigungsvideo, Systemvideo und das Hauptcheck-Video. Ja, und dann sind wir mit dem Skoda Fabia dann schon wieder durch. Und wie immer, vielen Dank an die Autohäuser Weber aus Calw. In der Fall, da ist auch das Fahrzeug her. Und Leonberg, Herrenberg und Walderstadt. Dankeschön, wie immer toll, macht's gut, ciao.